Hallo liebe Zuschauer, wunderschönen guten Tag. Wir melden uns heute live vom lesbisch-schwulen Stadtfest am Nollendorfplatz. Und wie Sie sehen, es ist schon eine ganze Menge los. Die Straßen sind schon wieder gefüllt, fast wie jedes Jahr. Und heute wollen wir uns ein bisschen auf dem Stadtfest umschauen, mit Leuten, Menschen und Initiativen sprechen, die ja mit dem Thema Schwulsein und Homosexualität zu tun haben. Und ja, ich denke mal, werden viele interessante Sachen dabei sein. Wir befinden uns hier am Stand der Schwulenberatung, hier auf dem lesbisch-schwulen Stadtfest, und meine Gesprächspartnerin ist Elke Fernholz. Elke Fernholz und Michael Münster-Johann. Michael Münster-Johann. Was macht denn die Schwulenberatung? Ja, ich muss vielleicht zuerst mal sagen, die Schwulenberatung ist eine Einrichtung der Gesundheitsfürsorge und Vorsorge, richtet Angebote an schwule Männer und Menschen mit HIV und AIDS und auch Menschen, die in transqueeren Bereich sich befinden. Und wir richten unsere Angebote an solche Menschen, die in psychischen oder physischen Beeinträchtigungen sind. Macht denn die Schwulenberatung noch Dinge wie Coming Out und Erstberatung so? Ja, wir haben ganz viele Angebote, zum Beispiel auch Gruppenangebote zum Thema Coming Out, aber auch viele andere Angebote. Da könnte eventuell auch mein Kollege gleich nochmal was sagen. Gut, dann frage ich ihn mal. Also wenn man jetzt feststellt, als junger Mann und als junge Frau, ich glaube, ich bin vielleicht homosexuell bzw. schwul oder lesbisch, dann kann man mal zu euch hinkommen und sich auch anonym beraten lassen. Genau, kann jeder, der Beratungsbedarf hat, herkommen. Die lesbischen Frauen, die würden natürlich in die Lesbenberatung gehen. Und die schwulen Männer oder die glauben, schwul zu sein, würden zu uns kommen und eine entsprechende Beratung auch bekommen. Anonym. Und wo befindet ihr euch? Wo befindet man euch? Wir sind ja jetzt umgezogen. Wir sind jetzt in der Nieburstraße in Charlottenburg. Nieburstraße 5960. Können die gerne vorbeikommen. Am besten kurz anrufen. Dann wird ein Termin gegeben. Also ist beides möglich. Also das ist, das war ja mal so der Anfang der schwulen Beratung. Also Coming Out und wie geht's los mit Schwulsein und Lesbischsein. Ja, also das war tatsächlich, das waren die Ursprünge 1981 in dem Dreh, aber mittlerweile hat sich die Schwulenberatung sehr, sehr stark professionalisiert und hat sehr, sehr viele Angebote für schwule Männer hauptsächlich. Zum Beispiel auch das Netzwerk Anders Altern, viele Angebote im Bereich betreutes Einzelwohnen für Klienten, wie gesagt, mit psychischen Beeinträchtigungen, Angebote im Bereich Beratung, Suchttherapien, auch präventive Angebote. Es gibt ja auch ein Präventionsteam, zum Beispiel Mancheck, was hier auch auf dem Straßenfest ist, welches in die Clubs geht, um dort vor Ort auch aufmerksam. Die gehören zu euch, ja. Die gehören auch zu uns. Also wir haben sehr viele Teams, die auch ein eigenständiges Profil haben, zum Beispiel Pluspunkt, die Beratung anbieten, Mancheck, was ich gerade schon sagte, ein Präventionsangebot. Dann haben wir ja auch ganz neu, ganz toll, finde ich, unseren Wilden Oskar. Das ist ein Restaurant, ein Integrationsbetrieb in der Nieburstraße, gerade neu eröffnet. Ist auch. Und der Wilde Oskar, das ist dann so, dass dort Menschen beschäftigt werden, die an HIV leiden, kann man heutzutage ja nicht mehr sagen, aber die HIV-positiv sind und dort arbeiten können, ja? Unter anderem, aber der Schwerpunkt ist, also es ist ein Integrationsbetrieb, es sind jetzt 10 Leute dort angestellt, die teilweise halt möglicherweise auch eine Schwierigkeit hätten, auf dem, sag ich mal, normalen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, die aber sehr kompetent und auch gut ausgebildet sind im Bereich Service, Küche und so weiter. Also es gibt da einfach eine Möglichkeit, sein Leben auch wieder einen Sinn zu geben, weil wenn man eben HIV-positiv ist und vielleicht auch schon mal erkrankt war, dann ist es nicht so einfach, wieder einen neuen Job zu finden. Mhm. Ist ja auch, wenn man sonst arbeitslos ist, nicht so einfach. Aber viele Arbeitgeber wollen trotz auch 20, 25 Jahre AIDS-Erfahrung, HIV-Erfahrung niemanden so richtig einstellen. Das war's jetzt hier erstmal von der Schwulenberatung. Hallo,
Hallo, Tag. Hey. Du bist auf dem lesbisch-schwulen Stadtfest heute hier. Ja. Wie gefällt es dir bisher? Oh, na ja, ich finde es ganz nett, ne? Also, ja, es gefällt mir gut, ja. Und? Zum ersten Mal hier? Nö, also schon seit 10 Jahren ungefähr. Ja. Und immer wieder dabei? Ja, doch, regelmäßig, ja. Liebe Zuschauer, wir befinden uns jetzt am Stand von Menscheck und vielleicht kennen Sie das nicht, aber Menscheck leistet Präventionsarbeit. Die Jungs gehen in die Nachtclubs und versuchen dort in eleganter Weise die Menschen aufzuklären, die Jungs und die Mädels. Und das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil eurer Arbeit, dass ihr rausgeht, dass ihr zu den Leuten geht. Genau, wir machen in erster Linie halt, das nennt sich Vorortarbeit, das heißt, wir gehen halt, wie du es schon gesagt hast, wir gehen halt in die Clubs abends, in Bars, ziehen ein bisschen um die Häuser und versuchen halt jetzt, wie du das hier auch siehst, so ein bisschen auf spielerische Art und Weise den Leuten immer so einen Impuls zu geben. So und ihr habt auch was dabei, ihr habt Kondome und Gleitmittel dabei. Genau, wir haben halt immer so Cruising Packs dabei, da sind Kondome und Gleitmittel drin. Und wir wollen den Leuten halt immer so einen kleinen Impuls geben. Also es geht nicht darum, dass wir den bösen Zeigefinger erheben und sagen, hey, ihr müsst jetzt aber Safer Sex machen, sondern es geht mehr um so eine Erhebung. Ihr müsst, das war jetzt das Stichwort. Also wenn man so durch die Clubs geht, dann merkt man, dass die Leute das Kondom oftmals weglassen. Teils, weil sie selbst HIV-positiv sind und sagen, naja Gott, ich bin schon, kann mir eh nichts passieren. Was sagst du denn zu Leuten, die jetzt HIV-positiv sind und das Kondom weglassen? Hat das negative Auswirkungen? Wie sieht das aus? Also in erster Linie muss ich dazu halt mal wieder sagen, es bleibt jedem selbst überlassen, wann, in welcher Situation er wie sich verhält, also auch im sexuellen Sinne. So, das steht auch nicht in unserer Aufgabe, den Leuten halt den Zeigefinger vorzuhalten oder den Spiegel vorzuhalten. Es geht in erster Linie darum, dass wir halt versuchen, so ein bisschen spielerisch Impulse zu setzen und zu sagen, erinnere dich daran, vielleicht gibt es ja auch, wenn du positiv bist, vielleicht gibt es ja noch was anderes, was du vielleicht bekommen kannst, was sich aufgrund deiner Infektion vielleicht auch noch stärker ausprägt. So, also zum Beispiel irgendwelche Infektionen, sexuell übertragbaren Infektionen. Krankheiten. Halten Infektionen. Aber wenn ich so richtig, ich habe mich auch mit einigen Leuten schon unterhalten, die sind da total hart, die sagen, nee, ich lasse das Ding weg und kopuliere mich durch die Reihen. Das ist, also da muss ich jetzt halt sagen, das ist aus unserer Sicht ist das okay, weil jeder lebt halt sein Leben, jeder ist für sein Leben auch, trägt für sein Leben selber eine Verantwortung und hat selber die Entscheidung. Das ist auch so ein bisschen die Botschaft von unserem Spiel, was wir heute hier machen, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, wann er auf Safer Sex verzichtet und wann er wirklich sich bewusst halt auch für Safer Sex und wann vielleicht auch bewusst gegen Safer Sex entscheidet. So, und um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, ich glaube, das ist in Berlin, man sagt Berlin halt nach, dass die Baerbock-Szene sehr groß ist. So, aber es ist halt auch ein großer Anteil an Leuten, die auch wirklich immer auf das Kondom pochen. Also das ist, muss ich dazu sagen, es ist nicht, wie man sagt, es gibt bestimmt viele, die nur Baerbock machen, aber es gibt auch sicherlich genauso viele, die auf das Kondom pochen und sagen, bitte nur mit also, Kondom. Gut, mein Eindruck war gewesen, dass es in den letzten Jahren etwas weniger geworden ist, besonders in bestimmten Läden, dass da einfach ohne gemacht wird. Es gibt ja auch Leute, die vergessen es dann oder die sagen, okay, das habe ich jetzt vergessen und die gehen aber dann doch ein sehr hohes Risiko ein, ne? Ja, das Risiko ist ja immer da, so. Das Risiko kann ja auch noch da sein, wenn man Safer Sex macht. So, es gibt ja immer ein kleines Restrisiko. So, aber, oh Gott. Also ich sage mal, mit Kondom besteht ja die Möglichkeit, eben ist zu, sage ich mal, 98%, dass da eben nichts passiert. Genau. Ne? Aber es kann natürlich ein Sexunfall passieren, das Kondom kann reißen, falsche Anwendung, das gibt es natürlich, heute auch noch. Letzten Endes ist es dann immer noch so, dass es ja immer noch dann ein Schutz ist. Also ich kann einfach nur sagen, schützen Sie sich, wenn Sie Sex mit gerade wildfremden Menschen machen, bereit. Das Berlin-Fernsehen, das ganze Berlin-Fernsehen, guck ja, mal. Ja, genau. Ich sehe, Sie sind ja gerade am Rundgang. Haben Sie schon einen ersten Eindruck gewinnen können? Ja, wie immer ein hervorragendes Angebot. Unterschiedliche Organisationen zeigen, was sie das ganze Jahr über machen. Und das ist ja der Sinn der Sache. Natürlich soll gefeiert werden, ein bisschen getrunken, gegessen werden. Aber die Gruppen haben auch die Möglichkeit, ihre Arbeit zu präsentieren. Beratungsstellen, Hilfsangebote und so weiter und so fort. Und ein schönes Fest wie immer. Ich habe mal noch eine Frage. Sind Sie in Kontakt mit dem Bürgermeister von St. Petersburg oder ist da etwa der Kontakt abgerissen? Da hatten wir noch nie eine Partnerschaft, die haben wir ja zu Moskau. So. Also insofern gab es da noch nie große Kontakte. Ne?
aber Sie wissen, was ich meine. Also es gibt ja dieses Verbot, über Homosexualität zu reden. Und da hatte ich gelesen, dass Sie ein bisschen in Kontakt mit dem Bürgermeister von St. Petersburg waren. Wir haben geschrieben und unsere Solidarität auch erklärt. Aber leider ist ein Problem in ganz Russland. Das ist nicht nur St. Petersburg. Moskau wird die Pride auch verboten. Und es muss gekämpft werden und zeigt, dass das, was hier normal ist, eben woanders leider nicht selbstverständlich ist. Und dafür müssen wir kämpfen. Ne? Und wenn man sich durchdenkt, ist es ja so, dass es eigentlich ja... Achso, ja. Frau Ziemer, können Sie noch ein bisschen was sagen? Ja, ich finde, diese Vereine, die hier auf dem Stadtfest sind, die zeigen ja auch die Problematik, was da in Russland los ist. Und man kann sich gut informieren. Die haben viel Material dabei. Und ich finde, das sollten wir auch tun. Ist ja eigentlich auch ein bisschen schwachsinnig, sowas zu verbieten, weil eigentlich, wenn man es verbietet, dann redet man eigentlich ja doch eher verstärkt darüber, ne? Ja, insofern hat es eine positive Wirkung, aber an sich ist es natürlich eine Tragödie, weil man kann jeden da verhaften und mundtot machen und das ist natürlich ganz schlimm. Ja. Aber wir haben ja auch wirklich positive Vertreter hier auf dem Fest. Beim Teddy sind die Filmschaffenden, die ja, so queere Filmfestivals organisieren. Und das ist natürlich toll, dass die hier eine Möglichkeit haben, auch zu zeigen, was sie dort an Arbeit leisten. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und einen schönen Rundgang. Ja? Danke. Liebe Zuschauer, das war also der regierende Bürgermeister und die ehemalige Bürgermeisterin von Berlin-Schöneberg, die jetzt ja Schirmherrin vom lesbisch-schwulen Stadtfest ist. Im Extrakt geht es darum, dass in St. Petersburg ab jetzt verboten ist, über Homosexualität zu sprechen, in der Öffentlichkeit zu schreiben. Und man will einfach das Thema Schwulsein und Homosexualität totschweigen. Ich bin mir aber sicher, dass das genau den gegenteiligen Effekt hat. Und ja, dann kann man einfach noch sagen, Sie sehen, es ist voller geworden hier beim Stadtfest und die Massen zeigen es ganz einfach. Ich habe ja gesagt, wir kommen hinterher nicht mehr durch. Und ja, das war unser erster Eindruck. Liebe Zuschauer, wir werden jetzt ein bisschen gucken, was an Unterhaltung hier geboten wird und melden uns dann gleich wieder. Jetzt sind wir hier bei Geehrte Sue und zwar meine Gesprächspartnerin ist Judith Ebers. Hallo. Hallo. Ja, es regnet und das war im letzten Jahr ja auch der Fall bei Geehrte Sue. Es hat Geneid in the Sue und ja, es schüttete ja damals, bevor es losging, aus Kannen und Eimern, aber dann um 8:30, dann war es plötzlich wie ein Wunder, ja? Ja, es war wirklich wie ein Wunder, pünktlich um 8:30 hat der Regen nachgelassen und das Fest konnte beginnen, so wie wir es auch haben wollten. Und wir haben tüchtig getanzt, gefeiert und auch Affen, Löwen, Pinguine, alle haben mitgemacht. Und so wird das sicherlich dieses Jahr auch wieder werden. Mhm. Deshalb also, ganz wichtig, es gibt noch Karten heute. Ja, da kommen wir doch noch zu. Wir haben noch ein bisschen Zeit, haben wir noch. Also ich war letztes Jahr, wie gesagt, auch dort gewesen. Es hat mir sehr gefallen und war das erste Mal. Erst habe ich gesagt, naja, Geneid, Etesu, was man weiß, was das ist. Aber dann war es Party pur, liebe Zuschauer. Das WVG-Orchester, die Big Band, spielte. Und es war schon mal deswegen eine richtig tolle Stimmung. Es ist was ganz anderes, wenn eine Big Band spielt, als wenn es vom Band kommt irgendwie. Und dann waren auch viele namhafte Künstler dabei. Ich kann aber nur sagen, es war fantastisch. Und ich denke mal, in diesem Jahr wird es genauso toll werden. Wer ist denn in diesem Jahr alles dabei? Also, wie schon erwähnt, die 55-köpfige Big Band der BVG ist wieder dabei. Lucy van Ork, Kay Ray, Roman Leitner Schamo und ein Special Guest. Wir haben die Berlin Comedian Harmonists. Und das alles insgesamt nicht zu vergessen. Nach dem Konzert gibt es ja auch noch eine DJ Monique, sodass dann noch weiter getanzt werden kann. Also wir haben wirklich eine Reihe von Künstlern und das Ganze. Also ich kann sagen, wir tanzen, DJ Monique muss ich sagen, wir tanzten dann bis 1 Uhr nachts, bis in die Nacht haben wir getanzt und es war fantastisch. So, und jetzt kannst du sagen, es gibt noch Karten. Was kosten die mit Vorverkaufsgebühr zusammen?
Also es gibt hier heute auf dem Stadtfest noch Karten für dieses tolle Fest und die kosten 19 Euro. Und wenn man Glück hat, bekommt man an dem Abend des Festes, also am Mittwoch, auch noch Karten. Das war nämlich meine Frage für Kurzentschlossene, ob das dann auch noch möglich ist. Ja, für Kurzentschlossene unbedingt kommen. Man kriegt Karten an der Abendkasse. Am Zoo kriegt man Karten. Also G-Night at the Zoo, unbedingt kommen. Und es ist auf jeden Fall ein Ereignis, was es nur einmal im Jahr gibt. Und da sollte man doch schon mal den Weg vom Sofa in den Zoo finden. So, meine Damen und Herren, also gerade Ades Zabel tritt hier gerade auf der Hauptbühne auf. Und so wie ich das jetzt so sehe, ist jetzt der Stefan Kuschner ist jetzt gerade als türkische Frau ist er gerade zu sehen. Wir sehen jetzt gerade einen Live-Ausschnitt von der Bühne hier. Ades Zabel und Kompanie. Stefan Kuschner als türkische Frau. Was der jetzt erzählt, das wissen wir nicht. Aber wir wollen Ihnen einfach mal einen Einblick geben, was hier heute so los ist auf dem schwul-lesbischen Stadtfest. Morgen geht es ja auch noch weiter. Und ja, die beiden machen jetzt ihren Blödsinn. Mal sehen, ob wir was hören. Ich höre mal. Und die heißt nicht die Nationalsozialisten, ja? Sondern die heißt die Blauen. Ja, das passt. Oh, das wir müssen ja jetzt, wir müssen was tun. Von Minderheit zu Minderheit, oder? Wir müssen was tun, so es geht nicht. So es geht nicht weiter. Nein. Und wir machen jetzt, wir werden jetzt ganz fit in so was anderes anziehen. Weil wir haben jetzt, wir sind jetzt ein ganz neuer, emanzipierter, Gruppe werden wir jetzt, ja? Ich werde euch mal zeigen, wie wir das machen, weil so jetzt geht nicht weiter. Habt ihr gesehen, mein schöner Outfit? Ja? Ist das so? Ach nein, wie ist das? Soll, ne? Wir müssen das ein bisschen improvisieren, aber ich denke mal, um Eindruck zu bekommen, reicht das auch. Also Stefan Kuschner als türkische Frau in der Ades Zabel Company. Vielleicht kennt ihr es sogar. Komm, Musik. Pass auf. So, jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt kriegen wir ein bisschen Entertainment hier rauf. Wir sind gleich sieben Türken im Sinn. Musst du Fitnessstudio gehen. Mashallah, wie werden schön. Super fit und wunderschön. Links, rechts, links.
Das war so Stefan Kuschner mit seiner Interpretation hier einer türkischen Mutter. Und ja, wir sind auf dem schwul-lesbischen Stadtfest und sammeln einige Eindrücke. Und Sie hören es ja, die Stimmung ist famos. Also besuchen wir uns im DKA bis 1. September, Linie 8. Und jetzt noch viel Spaß auf dem Straßenfest. Und es ist halt sein neues Stück der Ades-Sabel-Kompanie Linie 8. Ich denke mal, auf jeden Fall wieder der Schenkelklopfer der Saison. Und wie hat es dir bisher gefallen? Ja, ich bin seit einer Stunde hier. Die Karaoke-Show war sehr lustig. Da war auch ein Sänger, der hatte eine gute Stimme, also wie Ronan Keating Original. Wunderbar. Das waren also schon mal die ersten Eindrücke. Wir sammeln jetzt weiter und ja, melden uns dann gleich wieder. Wie Sie sehen, das Fest ist in vollem Gange. Die Massen strömen und sind dabei. Und nun, mit unserem kleinen Spaziergang, sind wir jetzt bei den Jungs der Uckermark angekommen. Aufgefallen ist uns der Stand eigentlich nur, weil es ein super grünes, wunderbar dekorierter Stand ist und einfach ja, zum Verweilen einlädt. Und ja, deswegen sind wir hier angehalten vom Berlin-Fernsehen. Ich habe also die Jungs jetzt von der Uckermark hier bei mir. Wie ist es denn, das Leben auf dem Land? Ist ja ein bisschen anders als hier in Berlin. Ne? Ja, genau. Also man kann es ja eigentlich ganz gut vergleichen als junger Mensch hier in Berlin und auf dem Land. Es ist halt schon schwierig, Leute kennenzulernen. Das ist hier in Berlin ganz anders. Da geht man irgendwie feiern auf eine Party und da lernt man ganz viele Schwule kennen. Auf dem Land ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ist denn das Thema Schwulsein auf dem Land immer noch ein Tabu? Es ist nicht in allen Bevölkerungsgruppen tabu. Ich würde sagen, in unserer jungen Generation ist das schon relativ liberal. Aber alles die älteren Generationen, die sind da schon noch sehr skeptisch und misstrauisch. Ja. Und wie habt ihr euch gegründet? Also der Gedanke, dass man jetzt auf dem Lande nicht alleine ist, wie habt ihr euch gegründet? Wie habt ihr euch gefunden? Na, gefunden haben wir, also wir haben einen stellvertretenden Vorsitzenden, der hatte damals die Idee gehabt, man müsste einfach einen Verein gründen dafür, dass man halt irgendwo eine Anlaufstelle hat als Schwuler, Lesbe, Bisexueller vermutlich auch noch, dass halt man irgendwo wirklich einen Anlauf hat, ja, wo man dann anlaufen kann, dass wo man nicht alleine ist, dass man wirklich auch das Gefühl hat, dass man eine Gemeinde ist, dass man zusammenhält. Und wie lange gibt es euch schon? Den Verein gibt es jetzt, ach Gott, wie lange gibt es den? Seit 2010. Genau, seit 2010. Genau. Ja, der Bürgermeister ist auch schon wieder erst da und ja. Ist das euer, wer ist er? Das ist Christian Hartwig, unser Vereinsvorsitzender. Ach, der Vereinsvorsitzende. Genau. Gut, also dann wieder, das war also ein Ausschnitt von den Uckermark, also von den Uckermark-Jungs. Und gibt es eine Internetadresse, wo man sich hinwenden kann? Jawohl, das ist www.umqueer.de. Ganz langsam nochmal. www.umqueer.de. Gut, dann haben wir das auch und ja, dann gehen Sie mal auf die Webseite und gucken einfach mal da, was die schwulen Jungs der Uckermark machen. Und es ist ja auf jeden Fall immer, auch wenn es wird jetzt Sommer oder wir hoffen, immer ein Ausflug mal wert. Ne? Jawohl, na klar, natürlich. Okay, in diesem Sinne, wir kommen dann gleich wieder. Nun stehen wir hier an dem Stand von den russischen Freunden und das Thema, das uns alle jetzt dieser Tage bewegt und auch jetzt beim CSD noch einmal bewegen wird, ist das Verbot in Russland über Homosexualität sprechen zu dürfen, schreiben, sprechen, sich verständigen zu können und ich habe vorhin schon gesagt, es ist doch eigentlich totaler Quatsch, wenn man sowas verbietet, dann wird doch erst recht darüber geredet, ja? Genau, wir haben in Russland gibt es jetzt so viel Presse über die Homosexualität, über so viel Aufklärung, wie es die in 5 Jahren nicht gab. Und das wurde alles erreicht durch ein Gesetz, was von der regierenden Partei Russlands, von der Putins Partei, erlassen worden ist. Eben das Verbot
sich frei auszudrücken, was sie Propagandaverbot nennen. Homosexuelle Propagandaverbot. Und wie sieht das aus? Also das hat ja auch unmittelbare Folgen für das normale Leben. Also wenn man sich Briefe schreibt oder so. Soweit geht's nicht. Und das Gesetz wird auch seltenst angewandt. Bisher nur ein einziges Mal. Es wurden Menschen festgenommen, dann aber freigelassen, weil die Regierenden allem Anschein nach das Gesetz nicht anwenden wollen. Es geht ihnen vielmehr darum, ein Klima des Hasses, des Angstes zu schaffen. Und da schreiten sie gut voran. Aber es gibt ja natürlich auch die gegenwirkenden Kräfte. Viele Journalisten, viele Intellektuellen kommen zusammen, um für Schwulen und Lesben einzutreten, obwohl sie selbst womöglich heterosexuell sind. Es gibt seit einem Monat den Verband von Heterosexuellen, die für Rechte und Probleme von Schwulen und Lesben eintreten. Also im Prinzip wird genau das Gegenteil damit erreicht. Also die Regierenden haben sich gedacht, naja, wir werden mal ein Exempel statuieren und werden versuchen, was totzuschweigen. Aber das ist auch deine Erfahrung, es ist eigentlich das Gegenteil jetzt passiert, ja? Ja, einerseits natürlich passiert das jetzt Gegenteil, aber andersrum die alltägliche Homophobie bekommt jetzt durch diese Gesetzgebung sozusagen offizielle Erlaubnis, was ja im Alltag von mehreren Leuten schon auch berichtet wird. Wir werden an dem Thema dranbleiben und anlässlich des CSD zieht ja der Zug des CSD an der russischen Botschaft vorbei. Wir werden da, also die Leute protestieren gegen dieses Gesetz. Wir haben gehört, es hat Vor- und Nachteile. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man versucht, irgendwas totzuschweigen, dann geht der Schuss immer nach hinten los. Und das ist soweit also hier vom Stand der russischen Freunde. Bleiben Sie dran, bitte. Genau, das wird so. Das war's. Das war unsere Live-Berichterstattung vom schwul-lesbischen Stadtfest 2012 hier vom Neulendorfplatz und rund um den Neulendorfplatz. Ich sage Tschüss und Bye-bye. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jana Kornisch. Thank you.